Ja. Und dann schauen wir mal, was halt ansteht. Weil ich bin ja noch mit ein paar anderen Leuten vom, gerade was Assetto Corsa betrifft, bin ich gerade dabei, um Langstrecke fürs Wochenende mal zu planen. Also zwischen 4 bis 6 Stunden in den Team mitzufahren. Weil ich es einfach mal erfahren möchte, wie das da so funktioniert. Aber, wie gesagt, dann schauen wir mal, wie das da so. Funktioniert. So. So. Aha, muss stehen. Aber naja. Ich liebe ja diese neuen Grenzübertritten, ey. So, verlangen Sie gleich noch 10 Euro oder keine 10 Euro? Man muss nur die Lücke sehen, dann geht sowas. Oder man schiebt einfach mit dem Stoßdämpfer die KI von dann. Nein. Mal gucken. Ja. Aber das hier überholt uns einfach. Ach Gott. 728 Kilometer haben wir noch. Oi, oi, oi. Ja. Das passt ja. So, nach der Tour oder nach der Aufnahme werde ich dann, also ich bin schon bei mir auf dem Discord, aber ich habe gerade noch beide, wie gesagt, das Mikro habe ich gerade aus. Aber ich werde dann auch gleich im Büro in unterwegs wechseln. Also wer dann Lust und Laune hat oder ich einfach in den Talkbereich gehe, kann ja gerne, wenn ihr da gerne dazu stoßen, wenn ihr mitschnacken wollt. Komm, du hast grün und es gibt nichts zu warten da vorne. Junge, Junge, Junge. Ja. Naja.
sieht so geil aus. Also, das sieht so mega aus, wenn der Übergang das so klappt. Also, ja, super. Ich habe voll nichts gesehen, ey. Ich habe nichts gesehen. Alter, Falter, dann sollst du noch 70 auf der Straße da fahren. Ja, gerne doch. Gerne, gerne. Hilfe, ey. Voll über Rot, ey. Roter als Rot geht ja nicht, ne? Hat er mir gerade Lichthupe gegeben? Eieiei. Manchmal habe ich auch immer das Gefühl, die Grafik da, ne? Ich benutze immer auch dieses mega realistic Wettermod da. Obwohl ich jetzt vor kurzem erst nur ein paar Mods geupdatet habe. Ach, fahren wir schon wieder da dran vorbei. Das zweite Mal schon. Das zweite Mal aber. Daraus fahre ich ja eigentlich gerne drum. Aber hier kannst du wunderbar mit dem Konvoi da Feierabend machen. Und in die Nacht rein. Juhu, Nachtfahren, Baby. Schatz, am 28.5 kommt mein Sachbearbeiter zu mir, also die Stadt Mannheim, und dann sag ich ihm auch alles. Ach ja, liebe Leute, das wisst ihr ja gar nicht. Mausi, wollen wir darüber reden oder eher nicht? Oder wollen wir es noch für uns behalten? Ja, kannst du machen. Sicher? Ja, okay. Na gut.
Viele wissen ja, meine Freundin, ihr habt sie alle schon mal im Nebenraum gesehen, ne, drüben, wo wir ein bisschen mit euch zusammen gekocht haben, ein bisschen Action hatten. Sie arbeitet ja in einer, oder hatte jetzt in einer WFB gearbeitet, also Menschenwerkstatt für Behinderte. Und ich unterstütze auch das Ganze. Ich habe ja selber da mal ein Praktikum gemacht, bevor ich dann wieder hier mich zusammengerauft habe. Und naja, in den letzten Wochen, also es hat ja erstmal damit angefangen, dass ja verschiedene körperliche Rückenschmerzen aufgetreten sind, sich darum gekümmert hat, dass sie eine Reha-Maßnahme bewilligt bekommt, für Gymnastik, Physiotherapie und naja. Während der ganzen Zeit war das Problem, dass dass meine Freundin gewisse Tätigkeiten mit dem Rücken einfach nicht ausüben konnte. Und das hat sie ihrer Werkstattleiterin, beziehungsweise ihre Chefin, die dort zuständig ist, auch mit einem ärztlichen Attest belegen können. Heißt also, dass Tätigkeiten mit körperlicher Bück oder wie auch immer, stehende Tätigkeit, nicht auszuüben ist. Haben wir jetzt schon seit, ja, ich weiß gar nicht, fast ein Jahr sind wir damit am Ärgern. Oder. Und dann machen wir quasi damit rum. Auf jeden Fall, jetzt hat's geklappt. Sie hat das Attest bekommen, dass sie jetzt nur noch 6 Stunden pro Tag arbeiten darf. Das war ja auch damals, wo es jetzt in dem Betrieb gearbeitet hat. Ich fand es auch spitze, dass da sich die Leute auch endlich mal, dass da auch endlich mal die Leute, die wo da zuständig sind, diese gesetzliche Betreuung und auch die Assistentin, wo da zuständig ist, endlich mal im Rahmen Error gemacht haben, ne? Zaka, tschaka. So. Wie gesagt, ein Attest ist da ja. Und so. Dann hat sie jetzt diese Woche mit Stadt Mannheim, besser gesagt, auch mit den anderen 3 Parteien, ohne ihre Chefin, wenn ich es jetzt so richtig mitbekommen habe, zusammengesetzt. Und einfach mal gesprochen, was alles da so passiert ist. Fand ich ja in Ordnung. Reden hilft. Ihr wisst, dass da bin ich auf jeden Fall einer dafür. So. Nur macht es halt jetzt keinen Sinn mehr, dorthin zu gehen, aufgrund ihrer der Problematik. Weil es einfach dort keine richtige Rücksicht mehr gegeben wird. Es ist quasi dann so dann quasi rausgekommen, also ist noch ein paar andere Sachen rausbekommen, die müssen wir jetzt nicht hier erwähnen. Aber der Umgang, wie ich mir sagte, mit der Leiterin dieser Werkstatt, mit Verdächtigungen oder Aussagen, ja, man muss ja aufpassen hier wegen Gerüchteweise, Gerüchteküche, aber es wurde ja dann auch natürlich belegt worden. Was nicht stimmte. Ne? Also, wie gesagt, sind ein paar Aussagen getroffen worden, die. Naja. So. Ich finde es aber echt klasse, unterstütze ich meine Freundin total. Ja, aber wie gesagt, ich halte es ein bisschen allgemein. Mausi. Ich unterstütze aber meine Freundin total damit, dass ich jetzt sage, hey, wenn sie beim Pfitzemeier eine Reha-Maßnahme bekommt oder eine Krankengymnastik, wie auch immer. Vielleicht kennt ihr ja, Pfitzemeier ist ein Fitnessstudio. Dann habe ich schon gesagt, ey, weißt du was, wenn du da hingehst, ja, so faul will ich gar nicht sein, dann gehe ich direkt mit.
Also Butter bei der Fisch, ne? Das ist wieder so gemeinschaftlich und perfekt. Ist ja theoretisch nicht nichts dabei, ne? Für mich ist es was, für sie ist es was. Und wenn es halt klappt, dann ist es auch direkt in Mannheim. Ich muss sowieso dann auch immer nach Mannheim fahren, wenn ich dann noch was am Erledigen bin. Und ich habe dabei eigentlich große Freude, ne? Dass wir gemeinsam auch mal was machen können. Finde ich super. Nur, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, was ich da so sage. Es gibt so viel, wie nennt man das, das Engagement, Leute zu helfen oder diesen Büro für Werkstatt für Behinderte zu helfen oder auszuüben oder pädagogisch das Ganze, ist ja breit gefächert, ne? Aber ich verstehe nicht, wie es einem, den Leuten oder in diesem Fall, denn den Leuten so scheißegal sein kann. Scheißegal sein kann, ja, vielleicht nicht, aber wenn man doch weiß, man hat zu viel um den Ohren und man hat doch auch andere Mitarbeiter, bei denen man ja die Aufgaben ja verteilen kann. Ne? Wie gesagt, ich habe selber mit der betroffenen Person auch direkt mal gesprochen, ja, und auch gesagt, was Sache ist. Da, wo wir natürlich jetzt seine Sachen da aus der Werkstatt rausgeholt haben. Einige haben mich noch erkannt von früher, wo ich noch in, oh Gott, vor 2 oder 3 Jahren war das gewesen. Nee, es war vor 4 Jahren, wo ich dann noch in der anderen Diakonie mein Praktikum gemacht hatte. Und aber ich verstehe halt nicht, wie man so drauf sein kann. Blicke ich ehrlich nicht. Also jetzt habe ich noch durch einen anderen Kollegen erfahren, also auch ein guter Freund, wie gesagt, ist auch ein Abonnent von hier, der hat auch in der Werkstatt aufgehört, weil es einfach für ihn zu dämlich wurde. Der hat sogar seit mehreren Tagen Bluthochdruck, hat mich sogar abends, also vor 2 Tagen noch, wo es mir so scheiße ging, hat er mich sogar noch angerufen und gesagt, dass noch ein Krankenwagen dann noch zu ihm kommt. Ich habe nicht abgenommen, ich war da. Mir ging es selber da dreckig und er hatte selber noch mit meiner Depression zu kämpfen. Aber wie gesagt, ich habe dann einen Tag später, bin ich dann zu ihm gegangen, habe dann mit ihm nochmal geredet, nochmal nach ihm geguckt, ob alles okay ist. Das macht man ja so. Ne? Und ja. Und da habe ich auch erfahren, dass er auch in der Werkstatt, nicht in der gleichen, aber in einer anderen Werkstatt aufgehört hat. Weil einfach der Umgang oder auch dort wieder, ja, eingespart worden ist. Und da frage ich mich, wie weit soll denn das noch gehen? Also, ich weiß es nicht, was ich davon noch dazu sagen soll. Für mich ist es ein sehr interessantes, also heißt, es ist für mich ein sehr prägnantes Thema, weil ich eigentlich gerade auch mit dem Gedanken spiele, ne, Ende April, Anfang Mai, mir auch irgendeine Organisation, die legal ist und wo ich auch weiß, dass dieses Geld dafür eingesetzt wird, Personen zu helfen, ja.